Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Glawe, woher kannten Sie eigentlich meine Rede? Ich werde es umstellen müssen. Ich muss zugeben, dass der Antrag beim ersten Durchlesen durchaus sympathisch rüberkam. Das Ziel ist ja klar, Heimat zu pushen. Ich habe vor 20 Jahren das Institut für sozialwissenschaftliche, regionale und Umweltforschung als privatwirtschaftlich betriebenes wissenschaftliches Forschungsunternehmen gegründet, meine eigenen Formeln und Logos zuerst schützen lassen. Wie man das macht, das kann jeder nach ein paar Minuten Recherche ergründen. Und ebenso einfach ist es, eine Herkunftsbezeichnung zu schützen, zumal es dafür auch eine kostenlose, professionelle Hilfe gibt, nämlich das Deutsche Patent- und Markenamt selbst. Ebenso könnte man sich mit solchen Fragen an das Agrarmarketing wenden. Jeder, der sich selbst nur flüchtig mit der Lektüre diesbezüglich öffentlich zugänglicher Dokumente beschäftigt, erkennt leicht, dass der vorliegende Antrag ein klassisches Beispiel eines Schaufensterantrags ist. Denn er hat mit der Landesregierung den falschen Adressaten. Solch ein Antrag ist reiner Populismus, und zwar im negativen Sinne. Meine Fraktion wird ihn ablehnen und hat dafür folgende Gründe. Erstens ist der Feststellungsteil, ich meine nicht das, was Herr Lerche eben vorgetragen hat, sondern der schriftliche, des Antrags kaum ausreichend, um das Ansinnen zu begründen. Der Landtag soll feststellen, dass, und hier zitiere ich jetzt, Mecklenburg-Vorpommern über ein breites Spektrum an einzigartig regionalen Produkten verfügt. Also genauso gut hätten wir jetzt feststellen können, dass es nachts über MV dunkel ist. Meine Damen und Herren, eine solche Formulierung und ein solcher Antrag, eine solche Begründung suggeriert, dass die AfD die einzige Gruppe in diesem Parlament ist, die in der Lage ist, so etwas zu verstehen und wir alle erst zu einer solchen Erkenntnis hingetrieben werden müssen. Das ist unlauter, das ist unredlich und gehört hier nicht in diesen Saal. Zweitens ist das europäische und deutsche Recht festgelegt, was in Sachen Lebensmittelqualität, Herkunft und Schutzbezeichnung, Marken und Ähnliches einzuhalten ist. Ebenso wer, wo und wie einen Schutz beantragen kann und viel wichtiger darf und nicht zuletzt, wo dieser Schutz auch gilt. Die Bestimmungen dazu sind sehr eng gefasst und werden in jedem Einzelfall geprüft. Ich zitiere dazu nochmal, und zwar diesmal die Verordnung der EU Nummer 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. Lange Überschrift, kurzer Text, ich beschränke mich auf den Kernsatz. Danach hat ein Antrag auf Eintragung nur von einer Vereinigung gestellt zu werden, von einer Vereinigung im Sinne dieser Verordnung bedeutet, ungeachtet der Rechtsform, jede Art des Zusammenschlusses von Erzeugern oder Verarbeitern des gleichen Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels. Ungeachtet der Frage, ob die Landesregierung oder mindestens das Landwirtschaftsministerium zu den Erzeugern oder Verarbeitern eines gleichen Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels gehört, könnte man jetzt den irrigen Schluss ziehen, dass auch jede natürliche oder juristische Person, also auch eine der hundertprozentigen Töchter des Landes, einen solchen Antrag stellen kann. Die Präzisierung dazu, wiederum aus der Verordnung 1151 von 2012, diesmal eine Ergänzung der ursprünglichen vorgelegten Regelung, sagt dazu, in Artikel 49, Antrag auf Eintrag von Namen im Rahmen der Qualitätsregelung gemäß Artikel 48 können nur von Vereinigungen eingereicht werden, die mit den Erzeugnissen arbeiten. Zusätzliche Bemerkung dazu, vor allem Kernsatz, eine einzelne natürliche oder juristische Person kann einer Vereinigung gleichgestellt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind. A. Die betreffende Person ist der einzige Erzeuger, der einen Antrag einreichen will. Und B, was die geschützte Ursprungsbezeichnung und geschützte geografischen Angaben betrifft, so besitzt das abgegrenzte geografische Gebiet Merkmale, die sich erheblich von denen der Nachbargebiete unterscheiden. Oder weist das Erzeugnis andere Merkmale als die in den Nachbargebieten produzierten Erzeugnisse auf? Zitat Ende. Die beiden letztgenannten Bedingungen A und B gelten rechtlich kumulativ, also zugleich. Nun könnte man der AfD zugutehalten, davon nichts gewusst zu haben. Aber da gibt es ja noch, wie wir vorhin selber bestätigt bekommen haben von Herrn Lerche, die Antwort auf der Landesregierung auf seine eigene kleine Anfrage. Drucksache 7-2205. Dort wird genau diese EU-Verordnung zitiert. Vielleicht wäre es hilfreich gewesen, einfach mal diese Antwort zu lesen.
Man könnte die entsprechende Regelung aber auch schon vor der Antwort der Landesregierung im Merkblatt über den Schutz geografischen Angaben aus dem EU-Merkblatt 1151 von 2012 finden. Und da gilt der gestern oft zitierte Satz, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nun hatte ich ja bereits angedeutet, dass ich nicht erkennen kann, dass die Landesregierung und ihre Töchter überhaupt Erzeuger regional geschützter Produkte und Lebensmittel sind. Aber schauen wir uns mal in der Antragsbegründung um. Da aufgeführt finden wir den hessischen Apfelwein, Antragsteller, Verband der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaftkältereien. Da gibt es die Frankfurter Grüne Soße, Einreicher, Verein zum Schutz der Frankfurter Grünen Soße. Es gibt die berühmte Thüringer Rostbratwurst, Herkunftsverband Thüringer Eichsfelder Wurst und Fleischwaren, Westfälischer Pumpernickel, Schwarzwälder Schinken, Bayerische Brezen, alles Vereine, die genau diese Produkte erzeugen und damit handeln bzw. sie veredeln. Ich selbst würde mindestens noch die geschützten Produkte aus dem Spreewald, das Lübecker Marzipan oder Nürnberger Lebkuchen mit anführen. Die Angaben sind beliebig zu erweitern. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, insbesondere meine Herren von der AfD, ich denke, Sie merken, nirgendwo taucht eine Landesregierung auf oder eine direkt der Landesregierung zugeordnete natürliche oder juristische Person. Das einzige Problem im Markenschutz, insbesondere für kleine Produzenten, ist, dass die Kosten für eine solche schutzwürdige Eintragung im entsprechenden Register relativ hoch sind und es deswegen gerade bei kleinen Produzenten manchmal doch sehr problematisch erscheint, einen solchen Weg zu gehen. Und deswegen, insbesondere an die Adresse der AfD, dieser Antrag ist geradezu symptomatisch. Mir steht es nicht zu, Sie zu belehren. Das will ich auch gar nicht. Aber ich habe dazu eine Meinung, wie Sie hier arbeiten. Da meine ich, insbesondere weil Sie hier im Parlament sind, dass da eine lockere Bemerkung am Stammtisch oder über den Gartenzaun eben nicht ausreicht, um Vorhaben oder Gesetze und Initiativen zu begründen. Das Einmaleins der Arbeit im Parlament bezieht nicht nur Recherche oder Interpretation gesetzlicher Grundlagen ein, sondern es gehört auch dazu, Merkblätter zu lesen und vor allem sich an Fakten zu orientieren. Adressieren Sie Ihre Forderungen richtig, zum Beispiel an die Hersteller oder Schutzvereinigungen. Aber in diesem Falle ist die Landesregierung nun überhaupt nicht der richtige Adressat. Hören Sie auf, populistischen Unfug zu beantragen, sonst wird es mit einer Zustimmung des Parlaments zu irgendeinem Ihrer Anträge wirklich nichts. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.